Moin, liebe Freunde von Suna, Otto und Konoha Gakure und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Vielleicht der letzte Part dieser Aufnahmesession, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ja, wir sind in Orochimarus Versteck unterwegs, aber dieses Mal mit Naruto. Also quasi im weißen Kapitel. Ne, da befinden wir uns ja gerade im weißen Kapitel. Und, yo, wir kämpfen uns hier erstmal weiter voran. Viele Bereiche dürfen ja nicht mehr kommen. Ne, wir haben ja uns schon gut durchgekämpft, muss man sagen. Wir sammeln immer noch fleißig Punkte, deswegen nehmen wir möglichst viele Gegner mit, die wir erwischen können. Aber trotzdem, wie gesagt, vierte Part und wir sind hier schon fast durch. Also man merkt trotzdem schon ordentlichen Unterschied zu Sasuke. Geht vergleichsweise doch recht schnell. Na, jetzt kommt jetzt schon der 15. Bereich, also... Ja, und der 15. Bereich ist jetzt auch nicht so riesig. Na, also, man merkt, es geht schnell. Und das haben wir hauptsächlich ausgerechnet, wie die meisten, die den Anime-Anime sagen werden. Ausgerechnet Sakura haben wir das zu verdanken, weil ihr Herkules-Schlag wirklich für solche Blitzkämpfe sorgt. Kann man mal sehen. So, ein bisschen Geld verdienen nochmal. Mittlerweile dürfen wir ja... Wir haben echt schon wieder die 500.000 zusammen. Wahnsinn. Eine 500.000. Nur durch solche Kämpfe jetzt. Irre. Wie gesagt, Holzköpfe haben wir jetzt seit längerer Zeit keine mehr gefunden. Leider. Aber ich denke mal, das wird sich bald wieder ändern. Hoffe ich zumindest mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hab so viel vergessen von dem Spiel. Schrecklich. Was kommt dabei raus, wenn man ein Spiel eine halbe Ewigkeit nicht mehr spielt? Weil ich hab's wie gesagt. Oh Gott, wann habe ich das mal gespielt privat? Ist auf jeden Fall eine Weile her. Definitiv. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich mir das geholt habe. Irgendwann im Nachhinein hatte ich mir das mal geholt. Aber es ist ewig her. Ich jedenfalls. Müsste ich mal nachschauen, wie lange das her ist. Ja, ja, schon klar. Trotzdem nochmal durchsuchen, auch wenn da nichts ist. Wie zu erwarten war. Aber trotzdem lieber nochmal sicher gehen. Es kann ja immer mal sein, dass sie da zwischendurch auch mal was nachgespawnt haben. Und weiter geht's. Nächster Kampf. Alter, die Geräusche. Teilweise sind die echt brutal, die Geräusche. Aber ich denke mal, wir sind mittlerweile recht gut für Sparring gerüstet. Vor allem hoffe ich ja mal, dass wir dann auch unsere Gefährten mitnehmen dürfen. Das wäre auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Und dann werde ich die auch mit Items ausstatten. Also, der Kampf sollte dann nicht zu schwierig werden. Jo. Passt. Nochmal 3400 Punkte. Also Punkte sind gut dabei, doch. Na komm, nehmen wir den Mammut auch nochmal mit. Ach, den müssen wir sogar mitnehmen, das passt ja. Wunderbar. Nochmal 3500 Punkte, also Alter. Das ist echt krass. Gut, dass Tsunade Sakura den Schlag beigebracht hat, ehrlich. Wollte ich jetzt noch mal gucken, wie viele Punkte hatten Naruto jetzt eigentlich mittlerweile wieder. Mal kurz schauen. Oh, 529.000, okay. Wenn ich mal bedenke, zum Anfang der Session hatten wir noch die Punkte voll. Jetzt mittlerweile sind wir auf 500.000 runter. Also, oh, ist schon ein bisschen was verloren gegangen an Punkten, doch. Ach, der Bereich wieder, ja. Der so schön verzweigt war. Wo ich zuerst gedacht habe, ach du Scheiße. Und dann gemerkt habe, ja doch, ist ja doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oh.
Kein Problem, Feind. Nochmal 3600 Punkte abgesammelt. Ist doch superb. So, da haben wir das Siegel, um das Laufband mal anders rumlaufen zu lassen. Ne? Aber ich werde jetzt nicht den kompletten Bereich hier durchsuchen. Das werde ich nicht machen. Ausnahmsweise mal. Wir werden jetzt einfach nur zum nächsten Zugang gehen und dann ist gut. Wir werden hier noch ein paar mehr Kämpfer haben. Ne? Von daher kann man ruhig ein bisschen abkürzen, das ist okay. Und ich glaube, so viele Punkte brauchen wir auch gar nicht mehr. Klar, dass es jetzt erstmal in die falsche Richtung läuft, das ist aber okay. Hier ist gar kein Gegner, nur sowas. Finde ich jetzt aber nicht so gut. Machen wir diese Geschichte quasi kurz und schmerzlos. So, Bereich Nummer 17. Das war auch nicht der Bereich, den ich dachte. Aber hier haben wir schon wieder ein paar mehr Kämpfer, also von daher läuft. Und hier sieht man tatsächlich, dass die Falten größer geworden sind. Also die Gegner sind doch stärker als gedacht in diesem Bereich. Interessant. Alter, 4500 Punkte. Heftig. Als ob das da... ja, danke. Ja, danke. Ist ja gut. Beruhig dich. Alles wird gut. Aber trotzdem haut Sakura sie mit einem Schlag weg, ey. Alter. Krass. Einfach nur krass. Ja, ja, Sakura. Mensch, du. Okay, übrigens gerade heute ist ja... Also morgen ist, glaube ich, der letzte... Genau, morgen ist der letzte Tag, wo es zwei Parts gibt und dann kommt wieder nur ein Part am Tag. Richtig, das habe ich ja runtergesetzt wieder. So. Und dann hier auch gleich nochmal. Da wird uns wahrscheinlich auch gleich direkt erstmal der Gegner angreifen und entlang. Okay. Oder auch nicht. So, das steht da einfach nur stumpf. Okay, alles klar. Passt. Kann man auch noch machen, ne? Einfach stumpf da rumstehen. Ja, passt schon. Gut. Und auch die Tür ist offen. Ich glaube, das ist erst die erste Tür gewesen. Ja, von zweien. Beziehungsweise, das sieht eher nach was anderem aus. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Das sind alles nur Fallen. Das umgehen wir mal ganz elegant. Die können wir ignorieren. Ja, Glas. Ah, ich renne gerne in alle möglichen Fallen rein. Ich merke das schon. So. Nein, ich wollte eigentlich nur... Danke. Den Shuriken-Modus haben. Tauschen wollte ich nicht. Mit Naruto kommen wir ja momentan bestens zurecht. Da wir ihn ja auch ein bisschen verbessert haben. Klitzekleines bisschen. Der Balken ist ja jetzt mindestens viermal so groß. Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Dass der... Das finde ich echt bewundernswert, dass der einfach da durch die Briefbomben durchgehen kann, als wäre es nix. Einfach mal so. So sieht er nur ein paar Briefbömmchen da am Weg. Ne? Passt schon. Und nochmal 3800 Punkte. Jawoll. Schönes Ding. Alles vermint hier.
alles vermint. Mann, 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 Mann. Läuft. So, und dann haben wir hier schon wieder eine Zugbrücke. Das Spielchen kennen wir ja mittlerweile. Lassen Sie die Zugbrücke herunter. Ja, ja. Gut, dass ich gerade kein Fenster auf habe. Ist nämlich gerade ein Düsenjet bei uns. Und nochmal 4000 für Alter. So viele Punkte. Gut, dass wir Aois Anhänger tragen. Und nochmal, jawohl, weil es so schön war. Wir rennen einfach durch. Passt schon. Das ist echt heftig. Ja, Bereich 18, meine Damen und Herren. Das heißt, wir werden wohl... Und das war auch der Bereich, wo die Dings war. Den vorderen Bereich können wir ja komplett ignorieren, weil da war ja eh nichts. Das weiß ich noch. Entschuldigung, der nächste Bereich ist schon der letzte. Also wirklich in einem Bruchteil dessen, was Sasuke hatte, kommen wir da an. Wir müssen überlegen, das ist jetzt gerade mal der vierte Part. Ja, der vierte Part und wir sind jetzt schon wieder fast am Ende. Irre, echt. Also wirklich in einem Bruchteil der Zeit, die Sasuke hatte. Das ist schon nicht schlecht, doch. Aber ich denke mal, ein paar werde ich mindestens noch aufnehmen müssen danach. Ich weiß es jetzt eigentlich gar nicht, weil ich sehe schon... Aufnahmen und so weiter. Könnte vielleicht knapp werden. Mal gucken. Ist hier noch was hinter? Egal, wir machen es einfach mal auf. Passt schon. Die Zeit nehmen wir uns, ne? Ist da noch irgendwas hinter? Nö. Hätten wir uns schenken können. Alles klar. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Und erledigt. Au. Sagt er und rannte voll gegen. Super. Gut, dass der uns abgefedert hat. Echt, ich wäre da volles Rohr reingerannt. Sonst. Und nochmal 5000 Punkte. So viel dazu. So, das war die Mauer. Und gleich eine weitere Mauer aus Briefbomben. Sehr schön. Eieieiei. So, da sind wir auch durch. Aber ich denke mal wirklich, dass ich noch ein paar danach aufnehmen werde. Tatsächlich. So. Oder renne ich einfach durch? Ich weiß es nicht. Schwer sich zu entscheiden. Geil, wir packen uns hin und dabei hauen wir noch die Gegner weg. Auch nicht schlecht. Sowas gibt's nur in diesem Spiel, meine Damen und Herren. Nur in diesem Spiel. Ja, so ist das, ne?
Okay. Ich bin jetzt nicht gerade sicher, ob wir hier noch einen Schalter hatten, deswegen kann ich hier nämlich auch nochmal hin. Nö, da ist gar nichts. Und da ist auch das gepflegte nichts, alles klar. Hier noch irgendwas? Ja, ein Fass steht da rum. 125 Rio darin, alles klar. Eieieiei, wieder jede Menge Bomben, die uns entgegenkommen oder fallen oder wie auch immer. Okay. Ah ja, genau. Das hat den die Plattform freigeschaltet. Das war knapp. Die können wir ja schon mal nutzen, die Plattform. Wo natürlich ein Gegner auf uns wartet. Aber auch ein Schalter. Senken hier so eine Zugbrücke, okay. Und erstmal ein Kampf. Wir sind wie sonst wo. Wie immer. Oh Mann, ey. Super. Gut, den Schalter haben wir betätigt. Ich werde jetzt mal die Kisten und so weiter, werde ich jetzt mal alles in Ruhe lassen. Da können wir noch nicht hin. Genau, da war nämlich ein Siegel nicht vorhanden. Das habe ich mir gedacht. Da unten ist doch eine Truhe. Echt? Dass ich die nicht gesehen habe. Oh, ich renne da jetzt nicht zurück, glaube ich, oder? Aua. Ach, egal, komm. Der Part wird ein bisschen länger, Freunde. So viel sage ich schon mal, weil wir haben schon wieder 18 Minuten auf der Uhr. Also es geht echt schnell. Also ich werde den Part länger machen. Dafür ist es aber der letzte Part dieser Aufnahmesession. Weil ich muss nämlich gleich noch ein bisschen was tun, haushaltstechnisch. Deswegen werde ich das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Die Truhe echt da? Habe ich da echt eine Truhe übersehen? Ehrlich? Er zeigt mir, dass hier was ist, aber ich sehe nichts. Wieso zeigt er mir, dass hier was ist? Ganz, ganz komisch. Anderen Zugangspunkt, sag ich mal so. Für die Ecke. Er sagt, er hat das Fass damit gemeint. Ah, die Wand können wir aufsprengen. Alles klar. Und da ist jetzt eine Truhe. Seltener Schatz. Cool. Ich frage mich, ob das mit der Zugbrücke da hinten genauso ist. Weil die konnten wir ja nicht öffnen auf herkömmliche Weise. Und normalerweise ist da ja immer gleich der Dings mit dabei. Aber wenn diese eine Wand da schon so intakt war... Wer weiß, wer weiß. Da hatte ich mich auf jeden Fall gefreut, von wegen, ja geil, die Zugbrücke senkt sich, das war aber die falsche, das weiß ich. Das war nämlich die, genau. Da habe ich mich dann gewundert, so, hä, wieso geht die nicht weiter? Also, wieso ist die andere noch da?
Ich habe eine Vermutung, warum. Das war echt fies mit der einen Wand gerade eben. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der ähnlich ist. Nee, mit der ist es nicht so. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so. Aber nee, dem ist nicht so. Wo ist denn hier bitte... Oder ist das Siegel einfach unsichtbar? Das kann natürlich auch sein. Ganz, ganz merkwürdiges Ding. Hm. Kurios. Wirklich sehr kurios. Da hatte ich noch die Hoffnung, dass es hier war, aber hier war nichts mehr. Ganz, ganz merkwürdig. Genau, hier ist nichts mehr. Das geht jetzt einfach nur noch durch. Genau, und da hinten steht schon letzte Kammer. Ha! Wie kriegen wir den Punkt auf? Vielleicht brauche ich ja einen anderen von den dreien. Moment. Ich wechsle mal. Nein, ich wollte doch den Charakter wechseln. Sakura? Nein. Hm. Oh. Ja, super. Jetzt sind wir ganz am Anfang. Klasse. So wollte ich das jetzt nicht haben. Ja. Die Falle nehmen wir mal mit. Das ist jetzt ganz kurios, wenn ich ehrlich bin. Wie kriegen wir das auf? Das wäre mal gut zu wissen. Hm. Ist hier kein Siegel irgendwie? Das kann doch nicht angehen. Es muss doch hier irgendwo ein Siegel geben. Hm. Ist kein Siegel. Weit und breit nicht. Keine Ahnung. Mir schleierhaft, echt. Ja, kurios. Ich hätte gedacht, dass es hier irgendwie ein Siegel gibt. Aber nö, hier ist gar nichts. Kann ich ehrlich nicht sagen. Keine Ahnung. Rüberspringen können wir wahrscheinlich auch nicht. Und ich riskiere es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil sonst müssen wir den ganzen Weg nämlich nochmal rennen. Vielleicht hier irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Wirklich nicht. Sehr mysteriös. Hm. Muss ich vielleicht sämtliche Fallen zerstören oder was? Okay, mit Sakura dauert das einfach nochmal länger. Aber mit ihm geht es ein bisschen schneller. Das ist gut. Also irgendwie was Bestimmtes machen müssen. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Das ist jetzt einfach nur wildes Rumgestocher nichts. Ich habe echt keine Ahnung. Vor allem finde ich das interessant, wie lange das jetzt aufgeleuchtet hat, einfach mal.
Kein Siegel, kein gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie wir die Brücke runterkriegen sollen. Weiß ich nicht. Ist mir echt schleierhaft. I don't know. Bin ich überfragt. Ist auch kein Hinweis irgendwie von wegen, es könnte hier vielleicht irgendwie ein Siegel sein oder sowas. Nichts. Gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber ich renne jetzt einfach weiter. Ich will jetzt zum Speicherpunkt, weil wir haben jetzt 25 Minuten auf der Uhr. Also, ja. Nee, keine Ahnung. Müsst ihr mir, oder könnt ihr... Was heißt müsst ihr? Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wo das Siegel gewesen wäre, falls da überhaupt ein Siegel gewesen wäre, oder wie man die Zugbrücke runterkriegt. Ich habe keine Ahnung. Genau. Das ist der innerste Teil. Und wir sehen hier einen NPC. Das überrascht mich jetzt. Freunde, ich speichere hier jetzt mit euch zusammen ab. Was das ist, werden wir beim nächsten Mal erfahren. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Denn ich bin jetzt raus für heute und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig auch weiterhin, bleibt gesund. Und ja, ich gucke mal noch kurz was. 600.000 Punkte. Okay, Freunde, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.